Glücklich, Weimar, von den Städten allen bist du nun kleine wunderbar bedacht, dichtete Johann Peter Eckermann, Freund und Sekretär Goethes 1838. Tatsächlich hat Weimar als Wiege der deutschen Klassik und als Gründungsstätte des Bauhauses die Kulturgeschichte Deutschlands in unvergleichlicher Weise geprägt. Museen und Schlösser, gemütliche Straßencafés und anmutige Parks sorgen für ein Ambiente, das einen Besuch in Weimar zu einem anregenden Erlebnis macht. Der Marktplatz mit dem neogotischen Rathaus ist die gute Stube Weimars. Allem Irdischen entrückt blicken die Statuen Goethes und Schillers über Weimars Theaterplatz. Take me home. Die wunderschönen Fassaden und Häuser in Weimar sind eine Augenweide. Verschiedene Häuser müssen jedoch noch restauriert werden. Weimars grüne Lunge und klassische Flaniermeile ist der Park an der Ilm, der sich südlich des Stadtschlosses bis zum Vorort Oberweimar erstreckt. Die wunderschöne Anlage nach Art eines englischen Parks entstand 1778 bis 1828.